Hier habt ihr euren Vicomte. Das ist hart. Wie könnt ihr es wagen? Ihr löst damit einen Krieg aus. Seht euch an, wie fette Dothrazi fresst ihr vor euch hin und beschwert euch nur, wenn euer Mahl unterbrochen wird. Ihr seht nicht auf, ihr seht nicht, dass die Weide kahl gefressen ist. Alles, was ihr hinterlasst, ist Leid. Ihr seid blind. Doch ich werde euch die Augen öffnen. Aber wir haben Gäste. Tretet ein. Shenaydan, Hawk. Ich habe euch erwartet. Aber trotz eurer Macht seid ihr nicht anders als diese Bars. Ihr wollt nicht sehen. Ich sehe einen Mann, der bereit ist, wegen seiner Prinzipien in den Krieg zu ziehen. Und was wäre ein Kunari ohne Prinzipien? So etwas wie ihr, möchte ich vermuten. Beweist euch, Basra. Oder kniet bei den Euren. Kannst du mal Buckel runterrutschen? Ich werde nicht knien. Ich knie niemals. Das ist unter meiner Würde. Mach mal ein Spiel draus. Mehr hast du nicht drauf? Parshara. Ihr seid immerhin Basalit Ahn. Nur wenige in dieser Stadt genießen so viel Respekt. Sagt mir eines, Hawk. Ihr wisst, ich kann nichts zurücknehmen. Wie würdet ihr diesem Konflikt beilegen? Isabella hat das Buch von Kosloon gestohlen. Wenn wir sie finden, könnt ihr Kirkwall verlassen. Aber gehört sie nicht zu euren Gefährten? Und habt ihr nicht sogar dabei geholfen? Der Plan war, das Buch zu holen und es euch zu übergeben. Lobenswert. Aber ich habe es noch nicht. Ihr werdet für die Verbrechen derer gerade stehen, die euch unterstellt sind. Ihre Untat wird zur euren. Arisho Kost, Kunanam Ebrator. Ihr habt dieser Frau Basalit Ahn zugebilligt. Dadurch hat sie nun das Recht, euch herauszufordern. Isabella, du blöde... Würdet ihr das Kun wirklich kennen, Elf, würdet ihr niemals vorschlagen, dass ich gegen eine Frau antrete. Aber sie ist keine Frau. Sie ist eine Außenstehende, die respektiert werden muss. Das habt ihr selbst gesagt. Was sagt ihr dazu, Hawk? Seid ihr mit einem Duell einverstanden? Isabella, du alte... Ich kann das, also das Spiel ist so grauenvoll. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist los mit mir? Isabella ist nicht wieder zurückgekommen. Das gibt es nicht. Ich habe doch alles, war die Freundschaft so niedrig mit ihr. Das kann doch nicht sein. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Wir kämpfen bis zum Tod. Nur ihr und ich allein. Tötet mich und die Pflicht, die mich bindet, erlischt. Die anderen kehren nach Parvollen zurück. Und wenn ihr mich tötet? Dann seid ihr tot. Toll. Wenn ich mich jetzt weigere, was passiert dann? Was passiert, wenn ich mich jetzt weigere? Komm, ich stimme zu. Bis zum Tod, Arishok. Meravis, so soll es sein. Ich glaube das nicht, Isabella. Ey, das kann nicht wahr sein. Ey, ich bin... Na, toll, Fenris. Das hilft mir jetzt auch nicht mehr weiter. Es kann nicht wahr sein. Wieso kommt Isabella jetzt nicht zurück? Echt, ich habe richtig Wut auf das Spiel mittlerweile. Das kann doch nicht wahr sein. Alles, jedes Mal treffe ich richtige Entscheidungen, wenn ich das Spiel durchspiele. Jedes Mal. Es klappt mit Fenris, es klappt mit jedem klappt es, den ich mir vornehme. Und Isabella kommt jedes Mal zurück. Und jetzt diesmal, jetzt wenn ich anfange, das zu Let's Playen, passiert so eine Scheiße. Ich glaube es nicht, ey. Boah. Ich bin so wütend. Ich sag doch, Selbsthass. Totaler Selbsthass.
Ich sollte da mal weggehen. Hallo, du solltest da weggehen. Bleib aber hier stehen. Ja, ja. Bleib schön in der Mitte. Stopping. Okay, das bringt nichts. Das ist gut zu wissen. Ich erledige das. Ach, der kommt weiter. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Dann machen wir das Spiel nochmal. Boah, Isabella, du blödes, dreckiges Miststück. Ey, boah, ich bin so pissig. Eigentlich bin ich pissig auf mich selbst, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auf mich selber sogar. Hat der gerade was getrunken? Das glaube ich ja jetzt nicht. Der hat gerade was getrunken, die Sau. Das ist total unfair. Nur ich darf was trinken. Hund, tust du den mal angreifen? Ich finde das sehr toll, wenn du das machen würdest. Stopping. Lauf! 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 Du Kuh. Trink so und geht lauf. Nicht weiter. Nein, deswegen sollst du jetzt... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, scheiße. Ah, fucker, 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 fucker. So, jetzt habe ich eine Chance. Stella? Victor! Scheiße, scheiße. Nein, 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 oh Gott, oh Gott. Was? Verdammter Mist. Ey, ich hänge. Ich weiß gerade nicht, was ich tue. Als Magierin ist das sowas von scheiße. Boah. Ich komme gerade mit der Pause und alles durcheinander. Ich kann nicht glauben, dass Isabella nicht wiedergekommen ist. Ey, ich habe das extra zurückgespult und die kommt nicht wieder, die blöde Kuh. Eines Tages werden wir zurückkehren. Das Spiel ist scheiße. Oh Mann. Buhu. Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Die Stadt ist gerettet! Passt ihr gar nicht. Gut gemacht. Wie es scheint, hat Kirkwall einen neuen Champion. Die ist nicht wieder. Ich hab. Ey. Ich könnte heulen. Ehrlich, ey. Das ist doch kacke. Ihr wirkt irritiert, Sucherin. Der Champion hat den Arishok also in einem Duell getötet? Das klingt so. Romantisch. Oh Gott. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr episch. Entwickelt eine gewisse Heldenverehrung. Warum? Weil ich eine Frau respektiere, die sich alles selbst aufgebaut hat? Mhm. Falls ihr die Wahrheit sagt. Falls es so ist, könnte sich in der Galgenburg etwas vollkommen anderes ereignet haben, als wir angenommen hatten. Ich muss es wissen. Nehmen wir an, ich erzähle es euch. Was dann? Seid ihr auf der Jagd nach einer berüchtigten Abtrünnigen? Geht es vielleicht darum? Oder geht es um Rache? Nein, darum geht es nicht. Und was ist mit mir? Werdet ihr mich auch dann gehen lassen, wenn meine Geschichte nicht das ist, was ihr hören wollt? Ich werde euch gehen lassen. Nun, dann sind wir uns einig. Isabella. Nichts von alledem ist so, wie ich dachte. Erzählt mir, was wirklich geschehen ist.
Champion von Kirkwall. Das war die Belohnung. Ein netter Titel. Jeder Adlige in der Festung schuldet dem Champion sein Leben. Sie war nicht nur eine Heldin. Sie war nun die wichtigste Person der Stadt. Neben Kommandantin Meredith natürlich. Nach dem Tod des Vicomte war es an ihr, die Ordnung zu wahren. Es wurde jedoch schnell schwierig. Je mehr sie die Magier unter Druck setzte, desto stärker widersetzten sie sich. Und dadurch stieg wieder der Druck. 3 Jahre ging das so. Dann brach alles zusammen. Ich weiß, dass ihr uns fürchtet. Kommandantin Meredith benutzt diese Furcht, um die Kontrolle über eure Stadt zu erlangen. Sie widersetzt sich jedem Bestreben, Vicomte Dumas zu ersetzen. Und ihr habt das Chaos ihrer Herrschaft gesehen. Werdet ihr das weiterhin zulassen? Kehrt alle nach Hause zurück. Diese Posse ist vorbei. Wartet! Vielleicht sind einige hier anderer Meinung als ihr, Kommandantin. Versteckt euch nicht hinter dem Champion. Sie hat hiermit nichts zu tun. Zwischen euch beiden scheint ja ein regelrechter Streit entbrannt zu sein. Das ist kein Streit, das ist Verrat. Die Ansichten des Champions wären bestimmt interessant. Oder fürchtet ihr, was sie zu sagen hat? Ich fürchte gar nichts. Mir geht es hier nur darum, die Ordnung zu bewahren und die Unschuldigen zu schützen. Was habt ihr hier eigentlich vor? Eine Rebellion anzetteln? Die Bürger dieser Stadt müssen erfahren, was in Wahrheit vor sich geht. Und dann? Sollen sie die Galgenburg mit Heugabeln und Fackeln zum Einsturz bringen? Wäre das besser? Schlimmer kann es nicht werden. Eure Weigerung, Vernunft anzunehmen, lässt mir keine Wahl. Ich verweigere mich lediglich euren Ausreden. Wenn ihr das nicht begreift, seid ihr vielleicht für euren Posten ungeeignet. Gegenseitige Drohungen bringen niemanden weiter. Und was soll ich stattdessen tun? Zulassen, dass das so weitergeht? Eure Maßnahmen sind über die letzten 3 Jahre immer radikaler geworden. Und ihr könntet es besser? Wie gut habt ihr denn eure eigene Mutter beschützt? Wurde sie nicht durch die Hand eines Blutmagiers getötet? Lasst meine Mutter aus dem Spiel! Kalte Leichen sprechen lauter als abstrakte Freiheiten, oder nicht? Und solange das so ist, braucht Kirkwall seine Templer dringender als einen neuen Herrscher. Und wann hat das ein Ende? Wann werdet ihr aufhören, in jeder Ecke das Böse zu sehen? Wenn es nicht mehr dort ist. Der erste Verzauberer hat euch vorgeworfen, die Kontrolle über die Stadt an euch reißen zu wollen. Die Stadt. Ich versuche, Ordnung zu wahren, bis ein fähiger Herrscher kommt, der erfolgreich ist, wo Dumas versagt hat. Und andernfalls? Sollen die Templer auf ewig in Kirkwall herrschen? Wir werden nicht untätig bleiben, wenn die Stadt um uns herum in Flammen steht. Der Templerorden existiert zum Schutz von Kirche und Zirkel. Ihr solltet dem Adel die Herrschaft über die Stadt überlassen. Ich brauche weder euch noch sonst jemanden, der mir meine Pflichten erklärt, Magier. Wenn Kirkwall den Rücktritt von Meredith wünscht, wird die Stadt ihr das mitteilen. Seid ihr verrückt? Sie wird gefürchtet, und zwar von jedem. Schurkische Magier bedrohen fortwährend die Stadt. So ist es. Sollen wir angesichts dessen etwa nichts dagegen unternehmen? Ich lasse nicht zu, dass ihr uns alle über einen Kamm schert. Die meisten Magier warten keineswegs auf eine Gelegenheit, Unheil anzurichten. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass jeder Magier ständig der Versuchung ausgesetzt ist, so hehr seine Absichten auch sein mögen. Habt ihr das gehört? Wenn sie könnte, würde sie euch ebenfalls einsperren. Der Champion hat diese Stadt gerettet, anders als jene, die sie mit ihrem fehlgeleiteten Zorn bedrohen. Ihr treibt uns zu Verzweiflungstaten und benutzt das dann als Rechtfertigung, um uns noch mehr zu unterdrücken. Dieser Streit ist der Sache alles andere als dienlich.
Wohl kaum. Tretet beiseite, wenn ihr nicht begreifen wollt, wer hier im Recht ist. Vielleicht solltet ihr beide einen Ringkampf austragen. Scheint es doch keine andere Möglichkeit zur Klärung zu geben. Ihr seid naiv, Champion. Ihr werdet sehen, dass nicht jeder sich eurem Willen beugt, Kommandantin. Oh je, oh je. Welch schrecklicher Tumult. Dieser Magier ruft zur Rebellion auf, euer Gnaden. Ich kümmere mich bereits darum. Ah, Orsino. Zutiefst frustriert. Haltet ihr das wirklich für klug? Ich? Nein, euer Gnaden. Natürlich nicht. Ihr jungen Männer, bringt den ersten Verzauberer bitte zurück zum Zirkel. Sachte. Versteht sich. Euer Gnaden, man sollte ihn in Eisen schlagen, ein Exempel statuieren. Das reicht, Meredith. Ihr seht doch, das schadet uns allen. Geht jetzt zurück zur Galgenburg und beruhigt euch. Wie ein braves Mädchen. Danke, dass ihr eingegriffen habt, Champion. Hättet ihr nicht... Wenn man die beiden nicht in getrennte Zellen sperrt, werden sie einander wohl weiterhin an die Kehle gehen. Das ist leider wahr. Gute Leute von Kirkwall, geht nach Hause, ich bitte euch. Wir werden das heute nicht klären können. Und jetzt kümmere ich mich um die Galgenburg. Man wird dort Vernunft annehmen, wenn der Erbauer es wünscht. Nochmals danke, Champion. Ja. Alles ruhig hier, Hauptmann. Gut, weitermachen. Bei unserem Abzug aus Kirkwall haben zahlreiche Kunari ihr Leben verloren. Ich wurde gesandt, um ihre Schwerter einzusammeln. Solltet ihr also ein Kunari-Schwert finden, dann bringt es bitte zu mir. Was bekomme ich, wenn ich euch eines bringe? Eine ehrwürdige Aufgabe zu erfüllen ist Belohnung genug. Wenn es euch allerdings nach Gold verlangt, lässt sich auch das bewerkstelligen. Wollt ihr nicht auch ihre Leichen? Ihre Hüllen dienen keinem Zweck mehr. Die Waffen sind nötig, um eine Forderung des Kuhn zu erfüllen. Ich werde die Augen offen halten. Ihr findet mich hier. Mögt ihr, wenn man bedenkt, wie oft ihr in Schwierigkeiten geratet, solltet ihr wirklich ein paar Wachen vor eurem Anwesen postieren. Dieser Krawall geht jetzt schon eine ganze Weile so. Könnt ihr ihn nicht beruhigen? Ach ja, das ist ja oder? Was auch immer das Mobiliar dir getan hat. Ich bin mir sicher, es tut ihm leid, alter Junge. Na schön, sehen wir mal nach. Mach die Tür bitte nicht auf! Du hast einen Dieb geschnappt. Guter Junge. Ich kriege einen Krampf in den Beinen. Lasst mich bitte einfach gehen! Erwartet ihr tatsächlich, dass ich euch hier rausspazieren lasse? Bitte, Sarah. Ich wurde schon als kleines Kind vom Verbrechen verführt. Aber dank eurer Wachbestie werde ich nun wieder einen Weg der ehrlichen Arbeit einschlagen. Ihr wandert in den Kerker. Los, hol eine Wache, mein Junge. Er soll die Wache holen? So klug sind Hunde doch nicht, oder? Auf jeden Fall klüger als ihr. Es tut mir leid wegen eurer Mama. Ich werde sie vermissen. Ich kann mich nicht dazu durchringen, irgendetwas in Mutters Zimmer zu verändern. Zieht doch die Vorhänge zu! Ja? Beim Erbauer, wisst ihr, was geschieht, wenn die Spione der Kommandantin von einer Unterhaltung zwischen zwei abtrünnigen Wind bekommen? Oh Gott. Nein. Was? Kein Wunder, dass ihr so eine leichte Beute für Dämonen seid.
Es wird ihre Dummheit sein, die uns die Templer auf den Hals hetzt. Nun ja, wenn ihr euch wegen der Templer wirklich Sorgen macht, hätte ich da etwas für euch. Was ist das? Das ist der Schlüssel zu den Kellern unter diesem Haus. Ihr könnt sie aus der Dunkelstadt betreten, falls ihr jemals schnell einen Fluchtweg braucht. Dass ich in diesen letzten 3 Jahren jemanden an meiner Seite hatte, bedeutet mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Es lässt mich daran glauben, dass wir alles schaffen können. Meryl ist fort. Fällt euch wirklich nichts Besseres ein, was wir tun könnten? Ah, hat ja doch was Schönes. Muss ich ja zugeben. Unser Kampf ist beinahe verloren. Aber das mit Isabella, ich krieg einen Arschtritt nacheinander in dem Spiel. Und das Schlimme ist, ich bin's auch noch selbst schuld. Ich hab gedacht, der ist jetzt umgefallen, ey. Ich hab Panik gekriegt. Ich kann das für euch machen. Echt? Cool. Du bist ja klasse, Junge. Die Magie hochstufen. Apropos hochstufen. Na, ich will erstmal alleine. Ich geh erstmal meine Leute besuchen. Seid ihr sicher, eine dass sie Elfin, es ist? Auf die eure Beschreibung passt. Auf dem richtigen Schiff. Noch dazu allein, soweit ich weiß. Ich muss wissen, ob es eine Falle ist. Ich habe getan, was ihr verlangt habt, Fenris. Jetzt ist es an euch. Redet ihr mit ihm, Hawk. Mir reicht es für heute. Fenhides, fasste was! Vielleicht kann ich euch helfen, Fenris. Das ist meine Schwester. Ich habe es euch nicht gesagt, aber ich habe Hadrianas Informationen überprüft. Sie hat die Wahrheit. Ich musste schweigen. Aber ich habe Verenia genug Geld geschickt, damit sie zu mir kommen kann. Und jetzt ist sie hier. Sie war tatsächlich in Carinus? Meine Schwester hat Magister Arryman verlassen. Ich fand sie in Minrathis. Das hat das Ganze erschwert. Aber laut der Männer, die ich bestochen habe, ist es genau wie Hadriana gesagt hat. Sie ist keine Sklavin, sondern eine Schneiderin. Es war nicht leicht, ihr einen Brief zukommen zu lassen. Zumal sie mir erst nicht glaubte. Aber jetzt ist sie endlich hier. Habt ihr Angst, Daenerys könnte Bescheid wissen? Je stärker es den Anschein hat, dass er nichts weiß, desto sicherer bin ich, dass es nicht so ist. Kommt mit mir, Hawk. Ich brauche euch, wenn ich mich mit ihr treffe. Wo ist sie? Wenn wir bei Tag zum gehängten Mann gehen, müsste sie dort sein. Zumindest die... Das würde mir viel bedeuten. Mehr verlange ich nicht. Wir sollten weitergehen. Isabella. Ich verstehe nicht, warum das Spiel nicht das macht, was ich möchte. Ich verstehe das einfach nicht. Du Miststück. Auch das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ohne Flachs, ey. Das ist... Oh, das riecht mich so auf. Oh, ist die richtig feind mit mir, ey. Nee, wow.
Ja, toll, wen nehme ich denn jetzt mit? Dann nehme ich ihn mit. Der erste Erwägt ihr eigentlich nie eine öffentliche Erwiderung, euer Gnaden? Was wurde ich denn gefragt? Es geht um die Magier. Ihr könntet dieses Feuer beruhigen, wenn ihr nach vorne tretet. Die Lehren der Kirchen sind eindeutig. Wer sich gegen sie stellt, hört weder auf mich noch auf Andraste persönlich. Magier hier, Templer da. Gibt es eigentlich einen Ort in Kirkwall, wo man auch über etwas anderes redet? Als das letzte Mal Magier gegen die Kirche rebelliert haben, herrschten sie danach über Tevinter. Sollen wir sie einfach ignorieren? Ich wusste gleich, dass ich euch mag. Ich hatte nicht erwartet, dass sich alles so rasch zum Schlechten wendet. Ich dachte, nach den Kunari hätten alle genug von der Gewalt. Das Ganze hat mehr Aufmerksamkeit erregt, als mir lieb ist. Sebastian, dürfte ich fragen... Was ihr wollt, euer Gnaden. Und der Champion auch, wenn's beliebt? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen sollte. Also, wie können wir euch helfen? Die Göttliche macht sich Sorgen wegen der Lage hier. Sie will nicht, dass aus den freien Marschen ein neues Reich wird. Sie hat jemanden geschickt, um die Gefahr einzuschätzen. Trefft euch bitte mit ihr... Und sagt ihr, dass drastische Maßnahmen nicht erforderlich sein werden. Ich möchte nicht erleben, dass die Armeen der Göttlichen gegen Kirkwall marschieren. Die Göttliche würde bestimmt nicht die ganze Stadt zum Feind erklären. Sie ist besorgt. Und wenn die Mächtigen besorgt sind, ist das immer schlecht. Sie ist die Stimme von Andraste. Sie kann nicht die Macht der Kirche gegen Unschuldige lenken, nur weil die ungünstig stehen. Haben bei den erhabenen Märschen nicht auch Unschuldige gelitten? Sie wird ihr Bestes geben, Sebastian. Aber ihr vordringliches Ziel ist der Schutz der Gläubigen. Was könnt ihr mir über diese Dienerin der Göttlichen erzählen? Ich kenne ihren richtigen Namen nicht und soll sie nur Schwester Nightingale nennen. Sie soll die linke Hand der Göttlichen sein und wurde geschickt, um Dinge zu tun, die deren Namen mit Schwärze überziehen könnten. Welches Argument könnte sie überzeugen? Die Göttliche hat meinen Protest bereits vernommen. Ich muss nun eurer Überzeugungskraft vertrauen. Das duldet keinen Aufschub. Danke. Wir können nicht zulassen, dass dieser lächerliche Magieraufstand einen heiligen Krieg auslöst. Schwester Nightingale erwartet euch heute Nacht im Thronsaal des Vicomte. Sie bleibt lieber ungesehen. Der Saal ist seit dem Kunari-Vorfall abgeriegelt. Es könnte schwierig werden, unauffällig hineinzugelangen.